Ich bin die Mau von der Mount Everest. Na klar, was denkst du, wer du bist? Du musst hier von der Zugspitze weg. Achso! Ach Digga, komm! Bin ich jetzt aber auch im Scheiß-Fahrwasser. Du bist ja jetzt wirklich, war ich jemals jetzt so schlechter gerade wie du? Wie lange hast du schon keinen Workout mehr? Gibt's die da drin? Alter, wie grauenvoll sind die denn? Keiner für uns. Hatte Broski irgendwas gezogen? Jungs, komm, lasst mal einen Daumen nach oben da. Und ihr spart euch euer Geld zu Hause. Sag mal, wie es ist. Spart euch euer Geld. GG, Steini. GG, komm, wir brauchen aber jetzt was. Da unten ist einmal so hartnäckig, ist mir so scheißegal. Scheißegal, ja. Da kann sich die Finger wund klingeln. Ich höre nicht auf, bevor hier keine Icon da ist. Ja, wo, Alter. Ist das, ne? Nein, Italien. Stürmer. Mané klingelt. Vielleicht ist es die Icon, die vor der Tür steht. Und sagt, ey, Bro. Es ist kein Böse, ich habe den Angerufer. Nee. Komm rein da. Wer jetzt klingelt, hat FIFA nie geliebt, so sieht's aus. Peter Zwegert wird es sein. Ist wahrscheinlich echt Peter Zwegert. Ach komm schon! Schieb PayPal hoch. Darius bringt gerade die Codes vorbei. Hashtag aufladen. Wie viel? Fahr hoch jetzt. Ja, ich kann jetzt. Digga, wer jetzt noch einmal klingelt, ich raste jetzt gleich aus. Hopp, was soll denn die Scheiße? Sind wir hier in Karnevalsverein, wo jeder klingeln kann und rein kann? Alter. Egal wer es ist, der bleibt ohne Stehe, ich schwör's dir. Der bleibt ohne Stehe. Wer ist denn das? Wir haben nichts bestellt! Wir haben nichts bestellt! Ja? Ja? Das sind aber nicht wir, Chef! Wer hat denn bestellt? Wer hat denn bestellt? Ich zieh durch. Ja? Haben wir aber nicht bestellt. Jeder kann unseren Namen bestellen. Haben wir nicht. Chef, jemand kann anrufen, kann einfach mit unserem Namen bestellen. Wir sagen, wenn wir anrufen, geben wir alles durch. Wie hat er bestellt? Online. Und was haben wir zu ihm gesagt? Wenn wir bestellen, rufen wir mit unserer Nummer an. Das ist irgendjemand, der sie verarscht. Wie oft noch? Wir können nichts dafür. Ja, rufen Sie die Polizei an, sagen und schönen Gruß von mir. Von mir auch, tschüss. Dick, unfassbar, Alter. Geht er mir Digga, vier Packs, kein Walkout. Geht er mir noch auf die Klötze da, Digga. Von wo kommt er denn? Ist mir scheißegal. Da mach jetzt was. Der rafft's aber auch nicht. Ja, Digga, da kommen keine Walkouts. Vor allem, was für dumme Menschen bestellen dann, Digga? Das fuckt doch uns gar nicht ab. Das ist doch für die Leute einfach nur unnötig Essen wegschmeißen. Unfassbar. Es kommt kein Walkout. Digga, es gibt's ja, das sind... Ist ja noch ohne, kann ich runtergehen. Kann meinen Frust auslassen. Ja, Digga, wir können's nicht mehr machen. Wir haben's dem Kollege auch schon erklärt. Wenn wir bestellen... Die haben alle unsere Telefonnummern. Dann rufen wir an. Alter, ich krieg kein Walkout! Muss ich rausfahren? Nein! 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 Akzeptieren und melden. Ich will's nicht melden, Digga. Ich will einfach nur wieder rein. Lass mich einfach nur wieder rein. Ich will euch nicht verpetzen. Ich will nichts melden. Ihr seid das beste Spiel der Welt. Lass mich einfach nur wieder rein. Und lasst die Sets noch da sein. Nein. Bitte. Bitte. Ihr seid die beste Firma. Es ist okay. Kann passieren. Kein Problem. Unser Internet war schuld. Es liegt an uns. Es liegt nicht an euch. Ja. Was war überhaupt der Walkout? Ein Ederson! Hallo Darius, Finanzkasse 1 ist bankrott, wir bräuchten noch ein paar Codes. Und wir brauchen nochmal 10 50er VGO Gewinnspielcodes. Meinst du, du kriegst noch in der nächsten Zeit direkt raus? Stopp. Muss? Weil hier sitzen heute Mittag fragt er noch. Dann sag ich, Simon ist bei uns der Schatzmeister. Unsere Liste war so lang, aber die wurde leider aufgebraucht, weil sich ein Unternehmen gedacht hat, sie bringen zwei Lightning Modes zur gleichen Uhrzeit. Frag mich aber so ab, welcher Lieferant war denn jetzt das? Von wo? Sag ich jetzt nicht, aber... Ja. Digga, ich hab so beliebt, ne? Ja, ein Freezy haben wir wenigstens. Wie, du gehst nicht in den Laden, Digga? Aktuell wegen Corona gehe ich nicht unnötig in irgendeinen Laden rein. Vor allen Dingen stehst du ja dann auch ewig, ne? Dann dürfen nur zwei Leute rein. Stehst du ewig, dann fasse ich doch vielleicht irgendwelche Brille an, die vielleicht gerade jemand anhat. Was macht ihr, wenn ihr jetzt mit der Polizei reden müsst wegen dem Pizza? Ja, Digga, also jeder sieht ja, hat ja auch keine Handynummer dort angegeben. Und wenn du über... Derjenige hat unsere Handynummer und jeder kann unseren Namen nehmen und kann bestellen. So, da sind wir wieder da. Ja. Digga, wenn der Ding jetzt hier klingeln will, nur die Polizei, dann sollen sie, wenn sie schon hier hoch wollen, sollen sie VGO-Guthaben mitbringen. Und sollen ein paar Packs ziehen, ne?
und sollen dann, wenn wir eine Icon ziehen, mit Freudeschüsse bei uns ein paar Löcher in die Decke reinschießen. Digga, stellt euch das vor, Freunde. Die Polizei kommt hoch und zieht ein Pack. Pünktlich um 21 Uhr kommt safe die Polizei. Dann, Digga, dann müssen sie mich dann, schon erschießen. Dann müssen sie warten, ja. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Was willst du? Ich geh rein. Gehst du rein? Ja. Dann müssen sie warten, ganz ehrlich, aber man muss auch Prioritäten setzen. Entweder sie hocken sich dahin, ziehen mit und dann irgendwann kommt hier wirklich durch die Holztür FBI, open up! Und dann kommt so ein Büffel rein, Digga, und legt da direkt der Achter an. Und ich würde sagen, Digga, ja, lass mich noch weiterziehen, nimm erstmal ihn aber mit. Aber der Büffel kommt dann rein und sagt, die haben eine PlayStation 5 mit FIFA. Bellas, raus! Ja, ich sag dann, die machen erstmal die Kamera aus und bauen unser Studio auseinander, nehmen sich einfach mit, was sie brauchen. Egal, aber das Gute ist, Digga, die können bestimmt bei mir so 5, 6, 7 Mal auf den Körper schießen. Ich zieh weiter. Nur wenn er Headshot gibt, ist Problem. Headshot, das ist ja ehrenlos. Digga, wenn er mir einen Headshot gibt und direkt einen Durchschuss macht, nimm bitte deinen Schnorchel und steck ihn direkt von der Seite das, wieder rein, ja, mach ich, um direkt die Blutung zu stoppen, dass ich weiterziehen kann. Ich. Hör bitte auf, über so Sachen zu sprechen, kriegen wir später wieder gelb. Gelbes Dollar-Symbol. Wenn er mir eine Eiskugel durch den Kopf jagt. Mit Freezy. Wenn du mit Freezy machst. Oder ich duck mich direkt und du kriegst ihn ab und ich geh weiter rein. Ich fang die Kugel mit der bloßen Hand. Ich mach Schild so, dann kann er nur in die Hand schießen. Wenn er reinkommt, sag ich, geht raus, Spiegel. Ja. Achte, pass auf, geht los. 20, 21 Uhr. Gar nichts da. Die bringen kein Lightning Round mehr. Und die bringen 4 Packs. Ihr Schweine. Ich fand auch ganz persönlich jetzt so, also ich möchte das jetzt nochmal persönlich nochmal an dich richten. Ich fand es wichtig, dass du nochmal die 12 Düsen. Ich fand es wichtig, dass du die 12 Düsen nochmal wieder hergeschoben hast. Digga, wo ist die denn? Ja, falls du mal guck nochmal, vielleicht ist sie jetzt da. Na, ach, schade. Egal, ich mach meine ersten Packs auf. Vielleicht 22 Uhr nochmal. Ja, na klar. Kann wirklich sein. Ja, na klar. Ja, wenigstens sie bringen eine Doppel-Lightning-Round. Fühl dich gerade absolut nicht. Nenn das Kind beim Namen. Vorhin hast du gefühlt. Jetzt finde ich sie scheiße. Ja, toller Abend, ne? Lightning-Round, keine darf, Nassim rasiert geworden, ne? Und noch ein Sprachfehler. Ja, und ich hänge. Safe. Sagt die bei EA, wollten heim. Sag ja auch, die wegen Corona, die machen früher die Büros zu jetzt. Egal, 22 Uhr kommt sie. Bin mir sicher, ich mach die Schotte nochmal zu. Oh, Martial! Ja, 22 Uhr kommt eine. Digga, das kann ja denen ihren Ernst sein. Nein, das ist jetzt vorbei für heute. Was? Red doch nicht so schlecht alles. Machen die wieder clever, weißt du warum? Hä? Für alle, die jetzt erst einschalten, denkt jetzt wieder, oh, EA, Ehrenmänner, nicht nur Pack-Event, dies, das, ne, gönnen nicht und so. Aber dass sie halt um 21 Uhr richtig den Lade abgezuzelt haben, ne? Die haben geguckt, wenn die ganze RTG dann nicht online sind, haben reingefahren, ne? Sind unterm Radar geflogen. Streamt ihr morgen? Nee, Digga, samstags nie. Wir streamen immer Donnerstag. Oh, das ist schon wieder. Dienstags, Donnerstags, Freitags, Sonntags. Lennas, was ist denn da? Gut, er hatte auch Angst. Oder er hat kurz gezündet und hat gedacht. Oder Lightning Round ist gerade gekommen. Ich guck nochmal schnell nach, oder? Sicher ist sicher. Wir gucken nochmal. Digga, ey, ist so süchtig. Nein, weiß nix. Digga, wenn es noch Wetten, das geben würde, könnte ich zu Wetten, das und no Copyright sagen, Songs. Ich kann 500 No Copyright Songs mitsingen. In einer Nacht.